Was natürlich direkt auffällt, der Schuh riecht nicht wie ein Jordan. Man riecht zwar ein wenig den Kleber, aber es ist kein Vergleich. Myself, they call me J-O, N to the easy ear. Know that we undefeated, y'all are beneath them speechless, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is ours, clear the heat, the air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. Wir haben uns für diesen Colorway entschieden. Ich verlinke unten diesen und ein paar andere Colorways. Schaut es euch mal gerne an. Sprechen wir über den Schuh von oben nach unten. Der Schuh ist wie in Socken, das heißt von der Zunge selbst können wir hier eigentlich gar nicht reden. Es gibt natürlich eine, da ist ein Fußstoff und da steht R270 drauf. Wir haben weiße Schnürsenkel, es sind keine anderen Schnürsenkel dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass schwarze Schnürsenkel bei diesem hauptsächlich weißen Schuh ziemlich geil aussehen würden. Wir haben diverse Swooshes auf dem ganzen Schuh, hier vorne an der Seite. Hinten haben wir einen 3D Airprint. Die Innensohle, die ist schwarz und da steht Air Max drauf. Der Schuh ist unglaublich leicht. Das fällt halt direkt auf. Das Gewebe hier auf dem Schuh ist gewebtes und synthetisches Material laut Nike. Es fühlt sich sehr, sehr weich an. Wir haben hier eine weiche Schaumstoff-Mittelsohle und hinten natürlich diese pervers große durchsichtige Air Unit. Was eigentlich echt cool aussieht. Der Schuh ist ziemlich elastisch. Hinten ist es ziemlich weich und er soll wohl auch wie in Socken passen. Und schauen wir uns nochmal die Sohle an. Die ist in drei Farben. Dieses Translucent hinten von der Air Unit. Wir haben diesen weißen Schaum und wir haben natürlich noch so eine ziemlich stiffe schwarze Einheit in der Mitte hier. Hinten lässt sich reindrücken, da wo die Air Unit ist. Wenn wir hier über die Preis-Leistung und die Qualität von diesem Schuh reden sollten. Ich bin natürlich vorbelastet, da ich sehr viele Schuhe kenne und auch besitze. Und natürlich auch durch viele Jordan-Modelle wie... Ich glaube, ihr seht es auch selbst. Ich finde die Verarbeitung und die gewählten Materialien jetzt nicht wirklich gut. Diese weiße Sohle hier, speziell bei diesem Schuh hier, fällt es einfach extrem auf. Beim schwarzen wäre es vielleicht nicht der Fall. Sieht für mich persönlich etwas billig aus. Auch hier nennen wir es mal Aufkleber, um den Stoff zu schützen, damit er hier vorne nicht aufgeschlitzt wird von den Zehen. Wirkt ein wenig billig. Ich hätte vielleicht auch nicht so viele Swooshes überall auf dem Schuh hier platziert. Aber eventuell täusche ich mich auch komplett. Und deswegen würde ich sagen, probier mal den Schuh mal auf dem Fuß aus. Und dann werde ich auf jeden Fall auch mein abschließendes Fazit haben. Oh yeah. Yo, let's do this. Got picture, homie, rolling. Let me offer my condolence. You don't know just how I'm doing. And the silence golden broke, cause they know him. But talking fluent. Got him under the influence. The truest, talking to him. But it's on your ego, bumping to my music. I'm eschewing. I just doing for the day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex bitches. And I got that past, though. I'm gonna ask permission if I could kick it. Checking a repertoire, I got that rep on par with the best who did it. I just get it how I'm living. Shout out to the ones that with them. Think that I wanted a ransom. Where the ends gold dog when I'm in the building. And it kind of ironic. Who would have thought that I'd be the hottest? Never came close to being no bitch, but you know Snow was a fucking product. Tell me who won it. Not what you wanted, bound to be iconic. Baby, you got it. Let me get that love and that's 100, checking the proof on it. But I'm in the spot and I catch the feeling, raising the roof on it. You know that we gonna buy it. Nachdem ich mit dem Schuh jetzt eine Weile gelaufen bin, kann ich sagen, er ist sehr leicht. Er ist wirklich sehr, sehr leicht. Die Air Unit hinten merkt man auch. Also ich wiege 80 Kilo, ich merke sie. Vom Feeling her ist es aber so, dass die ein wenig zu weit hinten ist. Also wenn sie sie mehr so wirklich unter der Ferse irgendwo haben würden, wäre das geiler vom Feeling her. Aber so ist es wirklich, ich muss den Fuß komplett abrollen, bis ich sie merke. Aber wenn ich sie merke, ist es ziemlich cool. Der Schuh für mich persönlich fällt nicht true to size aus. Ich habe die Größe 44. Vorne ist es mir zu eng. Also ich bräuchte diesen Schuh in der Größe 44,5. Und eventuell jetzt auch als Fazit. Also ich bin der Meinung, dass die Preis-Leistung bei diesem Schuh jetzt nicht stimmt. Ich hätte den jetzt irgendwo bei 120 Euro gesehen. Er ist zwar super leicht, er sieht auch echt cool aus, aber die Verarbeitung könnte besser sein. Und er hat mich jetzt halt nicht wirklich komplett vom Hocker gehauen. Hier zahlt man also auch wirklich wieder fürs Branding. Die Optik ist aber echt nice. Myself, they call me J-O, N to the easy ear. Know that we undefeated, y'all are beneath them speechless, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is ours, clear the heat, the air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about
with toast. Yeah. Time that we welcome the ghost. Yeah. Yo, we're just leaving. I think about time that somebody go get them their coat. You know I got all that anthem. Come back in with your call to add on. Got anthems and bands with masters getting them rights like my name was Miranda. I'm bigger dead than alive. I'm bigger dead than alive. One more time. This is forever. Remember the legend. He never gonna die. Yeah. I'm bigger dead than alive. I'm bigger dead than alive. I'm bigger dead than alive. Dead than alive. Yeah. I'm bigger dead than alive. I'm bigger dead than alive. La la la. Just making sure that you know why. Because this is forever. Also ich bin zwar ein Schwarz-Fan, ich würde den Schuh jetzt aber auch wirklich tragen. Nur, wie gesagt, ich brauche eine halbe Nummer Größe. Was haltet ihr von diesem Air Max 270? Habt ihr den Schuh vielleicht auch? Wollt ihr ihn vielleicht kaufen? Was haltet ihr von der Qualität oder von der Cushion hier hinten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie fällt der Schuh bei euch aus? Ich kann mir natürlich gut vorstellen, wenn ich die Innensohle rausnehme, dass dann die 44 wieder okay ist. Aber weil sie zum Teil geklebt ist, würden dann meine Socken am Schuh kleben. Lassen wir das. Wir bestellen lieber eine halbe Nummer Größe. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst uns bitte ein Abo da. Für heute sind wir fertig. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.